Guten Abend, ihr Lieben. Ich freue mich, euch hier zu sehen. Ich bin auch etwas aufgeregt. Es ist das erste Mal, dass ich wirklich so vor Publikum spiele. Ich habe einige Jahre Straßenmusik gemacht, aber ja, möchte jetzt auch gerne mal in dieser Form für euch da sein und freue mich, dass ihr dafür hier seid und möchte euch auf eine Reise mitnehmen, auf meine Reise der letzten Jahre sozusagen. Und habe euch meine Lieder mitgebracht, die ich in dieser Zeit geschrieben habe. Und ja, es beginnt mit einem Lied, das ich vor mehreren Jahren geschrieben habe, als ich das erste Mal ein Buch eines spirituellen Lehrers gelesen habe, in dem es um Gegenwärtigkeit geht und die Hingabe an den jetzigen Moment. Und ja, das hat irgendwie gut bei mir ist gut bei mir gelandet, aber hat auch so manche Bedenken hervorgerufen und das ist daraus geworden. Ich sage ja.
Ja, es war spannend, die letzten Tage mich auf diesen Auftritt auch vorzubereiten und die Songs nochmal zu spielen und auch zu überarbeiten. Also, den habe ich vor 6 Jahren geschrieben und die Endversion, die ihr gerade gehört habt, ist aber erst in den letzten Wochen so, so fertig geworden. Und ich habe meine Gedanken gelesen, danke. Ja, hat mich nochmal zurückversetzt in die Zeit, in der ich das geschrieben habe, auch das nächste Lied. Ist in der Zeit entstanden, in der ich in meinem Bus gelebt habe, ohne festen Wohnsitz und durch das Land gefahren bin und Straßenmusik gemacht habe mit gecoverten Songs. Und ja, es immer wieder auch darum ging, mir selbst gut zuzureden, wie ihr ja jetzt auch zum Beispiel schon gehört habt im letzten Lied. Ja, ist das immer wieder für mich wichtig, Kraft zu generieren aus der Musik, die ich mache und mit den Texten, die ich schreibe. Ich befreie meinen Geist, er ist weit gereist, hat viel gesehen, ich bin hier, um weiterzugehen. Das Leben ist mehr als Arbeit und Geld, finde ich in mir den Held, der mehr kann als passend zu sein, Ganzheit verkörpern, naturgemäß gedeihen. Es ist in mir die Kunst, die zeigt, wer ich bin. Das Leben, das ist, wenn ich bin. Ich frage mein Herz, ist das wirklich mein Ernst? Kann ich dir trauen und auf dich bauen? Es sagt mit deinem Sein, zeigst du deinen Mut, mich sprechen zu lassen, das tut auch dir gut. Siehe, wie du gut alleine sein kannst, ich bin immer bei mit dir durch jede Angst, denn es ist in dir die Kunst, die zeigt, wer du bist. Das Leben, das ist, wenn du bist, das Licht. Dieser Liebe gestalte ich mein Sein, entfalte mein Können, um es heute zu teilen, unbeirrt, zuversichtlich, das habe ich verdient und das gilt auch für dich, denn es wenn wir sind.
ganz schön zittrig bin. Ja, ist spannend, weil, wie gesagt, bisher habe ich vor allem mit Covermusik irgendwie was gemacht und jetzt mit sowas Eigenem rauszugehen, das ist nochmal irgendwie ganz anders und ihr kriegt so einen ganz persönlichen Einblick auch in mein Sein und meine Gedanken und Gefühle. Und ja, das ist sehr, sehr spannend. Ich mache jetzt so eine chronologische Abfolge auch von den Liedern, wie ich sie geschrieben habe. Also das waren jetzt die ersten beiden. Und das nächste, ja, da kam der Impuls daraus, dass ich verliebt war. Daraus nichts geworden ist, auch weil ich eben ein unstetes Leben geführt habe. Was aber auch wichtig war, dass sich das wieder aufgelöst hat, weil ich dadurch ein Erfahren möglich gemacht habe von einer größeren Form von Liebe, die ja für mich auch noch viel bedeutsamer sein sollte, als ich damals gedacht hätte. Und das ist dabei entstanden. Musikerin, sondern als musizierende Philosophin. Ich glaube, ihr ahnt, warum.
Und ich möchte auch gerne mit dieser Musik eigentlich ein anderes Format schaffen, vielleicht auch hier. Und wollte jetzt erstmal gucken, wie hier so der Auftakt auch gelingt. Weil ich eigentlich gerne mit euch drüber reden wollen würde, was ihr denn so denkt oder fühlt zu diesen Sachen, die ich hier so vortrage. Und ja, mal schauen, ob es einmal ein Lauschtauschen hier geben wird, so nenne ich diese Veranstaltung. Philosophische Musik- und Gesprächsrunden, wo wir dann auch im Kreis zusammenkommen. Das würde mich sehr freuen. Aber heute bleibt es dabei, ihr hört zu und ich bin laut. Das ist auch schön. Ja, so, wo sind wir denn jetzt? Ja, genau, das waren die Lieder, wo ich unterwegs war. Und seit 2020 lebe ich ja jetzt wieder fest an einem Ort. Und diese letzten Jahre war ja auch einiges los und waren sehr schwer. Und nach meinem Reiseleben mit fester Wohnung dann wieder neu. Und so hatte ich auch wieder einen Fernseher. Und da habe ich dann auch Nachrichten gesehen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ist ein anderes, können wir mal anders diskutieren. Auf jeden Fall ist daraus auch ein Lied entstanden, weil ich einfach gemerkt habe, was für ein Gefühl das in mir auslöst, wie überfordert ich eigentlich von all dem bin und wie hilflos ich mich fühle und irgendwie auch ausgeliefert dem, was da irgendwie passiert. Aber tatsächlich habe ich ja vorher auch schon gelernt, wie ich jetzt auch in diesen bisherigen Liedern schon zeigen konnte, dass es eigentlich nicht so ist, dass es nicht so ist, dass wir machtlos sind. Und ja, so ist das nächste Lied entstanden, mein einzig vollkommen englischsprachiges Lied. Ich hoffe, das geht auch gut für euch. Und ich nannte es Power. Ja, stimmt gar nicht. Also, es stimmt schon, dass das Lied Power heißt und so, aber eigentlich käme noch ein anderes Lied vorher. Aber ich bleibe jetzt dabei und dann machen wir einfach nochmal einen Zeitsprung. Das macht doch nichts. Pain and anger arose in me as I watched TV. News broadcasting agony made by choices.
Davor war aber eigentlich noch eins, aber das passt irgendwie auch thematisch ganz gut. Also das handelte jetzt gerade davon, dass wir uns nicht damit abfinden sollen, wie die Dinge sind, weil die Zukunft ist ja immer neu und es liegt an uns, wie wir sie schreiben. Und das jetzt folgende Lied ist aus einer Frustration heraus entstanden. Ich war bei meiner Mutter zu Hause, meine Großeltern waren da und immer, wenn wir uns zum Essen treffen, spielen wir danach das gleiche Kartenspiel, Kanasta, was Spaß macht und nett ist und so, aber immer, ich war so gefrustet und ich habe ein anderes Spiel vorgeschlagen und meine Mutter, nein, nein, ich spiele Kanasta wie immer. Und ich konnte damit aber gar nicht an dem Tag und bin dann weggestapft und habe mich abgegrenzt und dieses Lied geschrieben. beziehungsweise eigentlich nur den Anfang und das Ende und die Mitte ist auch erst jetzt vor einem Monat entstanden. Also es hat ein bisschen gebraucht, um fertig zu werden. Aber ja, es geht auch darum zu entscheiden, wie ich mein Sein hier friste und gestalte und aus so manchen Routinen vielleicht ausbrechen kann, wenn ich will. Besungen, bemalt und belebt werden will.
habe ich dann geschrieben, noch bevor ich meine Wohnung wiedergefunden hatte, nachdem ich schon beschlossen habe, wieder Fuß zu fassen mal irgendwo. Und da war ich sehr mit dem Thema Gegensätze konfrontiert. Gegensätze, die ich da draußen sehe und mich immer für irgendeine Seite entscheiden muss, oder auch die Gegensätze in mir, die verschiedenen Stimmen in mir, die verschiedene Sachen sagen und irgendwie nicht vereinbar erscheinen, es aber in Wahrheit sind, wie ich meine, wie ich auch schon öfter erfahren habe. Und davon handelt das folgende Lied. Ich bin Ja. 20 vor 8 ist es.
20. 20 Minuten noch? Nee, 10 Minuten und dann machen wir. Ja, passt. Ich wollte nur fragen, ich habe noch 2 Songs und dann passt das ja genau. genau. Ja, die letzten beiden Songs sind brandneu. Und der Impuls für den nächsten Song war eigentlich nur ein Satz. Ich glaube auch aus dem Fernsehen aufgeschnappt. Ich hole mir da gerne mal meine Impulse. Und zwar, das stößt auf taube Ohren. Irgendwie fand ich das. Irgendwie ist mein Geist daran hängen geblieben, was es mit diesen tauben Ohren auf sich hat und warum es taube Ohren gibt und ja, ob auch das die letzte Wahrheit ist sozusagen oder ob es da auch weiter, auch da Spielraum gibt, dass sich das auch ändert und wir vielleicht eigentlich doch besser hören, als wir denken. Ich wollte gar nichts trinken, aber das geht auch nicht. Verzeiht. Taube Ohren kommen von tauben Herzen. Resultat von Schmerzen. Der Selbstunterhalt.
aber nicht so wichtig, kommt vielleicht noch. Ach so. Ja. Das habt ihr vielleicht gemerkt auch, dass meine Lieder weniger im Refrain auf Worte setzen und auf irgendwelche Sätze, die sich einprägen, sondern auf, also auf einzelne Worte und Klänge und eher so dieses, diesen Raum sich zu geben und einfach dieses Wort auch wirken zu lassen und die vielen anderen Worte, die ich vorher schon gesagt habe. Und ja, das tut auch mir einfach gut, um nochmal zu verarbeiten, was ich gerade eigentlich alles gesagt habe, weil doch immer ziemlich viel passiert in meinen Liedern. Und ja, so verhält es sich auch mit dem letzten Song. Der Impuls dafür kam, als ich einen Film von einem Künstler gesehen habe, eigentlich ein Comedian, ein amerikanischer, der sich im Lockdown in seine Einzimmerwohnung eingesperrt hat sozusagen und dann sah seine Lieder und seinen Film selbst gedreht hat mit der Kamera und ein unglaubliches Kunstwerk geschaffen hat. Und ich habe das angeschaut und war total voller Bewunderung und habe nur gedacht, boah, ich würde das auch gerne machen. Und das war Anfang des Jahres und da waren die Zweifel noch sehr, sehr viel stärker als heute, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, die mir gesagt hätten, ich könnte das nicht. Und das stimmt nicht, ich kann das. So wie ich ja auch schon mehrfach jetzt besungen habe, dass wir alle viel mehr können. Und ich freue mich auch darauf, das zu erleben, dass wir alle viel mehr machen und miteinander machen und teilen und in diese Welt bringen. Und deswegen mache ich diese Musik auch. Und ich hoffe sehr, wir sehen uns mal auf einer meiner anderen Veranstaltungen oder wenn ich hier nochmal ein Konzert spiele oder irgendwo auf dem Tisch liegen meine Karten auch, falls ihr euch mal anschauen wollt, was ich sonst noch so mache oder wo ich auch noch auftrete. Am Samstag zum Beispiel habe ich es ins Prinz Willi geschafft, auch zur Open Stage. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Und genau, falls ihr sonst irgendwas noch sagen, fragen wollt, sprecht mich gerne einfach an. Und ja, hiermit beschließe ich mein Programm. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Und los geht's. I watch myself, what you do, what I think I can do. Even though I want to, I keep looking at you in my head. I hear your style, I'm impressed, but what I express is mine. Wondering why this don't rhyme. Ach, fuck it, weil es geil sein kann, wenn ich es lasse. Meinen Mut zum Sprechen fasse, nach außen trage, was in mir steckt. Und